Hallo und willkommen zu dem Tutorial, was ich euch auch gesagt hatte. Denn ich habe ja letzte Woche Bilder mit Schnee veröffentlicht und heute geht es um Schnee. Da der Schnee leider nicht gefallen ist, wie ich mir das erhofft habe, und da Schnee an sich, wenn er fällt, eher wie Regen aussieht, ja, zeige ich euch heute, wie man relativ realistischen Schnee erstellt. Ja, ich blende die Ebene einfach mal aus und wir beginnen einfach, indem wir einfach eine neue leere Ebene erstellen. Diese mit der Füllfarbe natürlich schwarz erstellen. Und zwar genau da drüber. Was machen wir als nächstes, um Schnee zu erstellen? Schnee besteht ja aus, ich sag mal, Pixel bzw. so kleine rundliche Dinger. Also, nehmen wir, wo haben wir es? Rauschfilter, Rauschen hinzufügen und dort nehmen wir das Gleichmäßige. Ihr könnt dann einen Wert, den ihr selber haben wollt, halt nehmen. Nehme ich jetzt mal 170. Okay. Sieht noch nicht ganz nach Schnee aus. Liegt da daran, dass das einfach nur schöne Pixel sind, wie man hier so sieht. Aber wie kriegen wir jetzt Schnee daraus? Schnee ist ja etwas größer und um es etwas realistischer zu machen, muss man natürlich verschiedene Perspektiven darstellen. Das heißt, ganz nah, dann etwas weiter weg und ganz weit weg. So, dass der Betrachter nicht auf die Idee kommt, dass das rein montiert wurde. Dementsprechend markieren wir uns erstmal hier ganz großzügig eine Fläche. Die werden wir dann auch kopieren und wieder einfügen und blenden die andere erstmal aus. Ganz simpel. So. Dann transformieren wir das Ganze, machen das großzügig größer, als das Bild selber ist. Und gehen auf den Filter. Dann auf Filtergalerie und dort müsst ihr selber gucken, was für Werte ihr einstellt. Ich habe jetzt unter Kunstfilter Kantenbeton. Das ist ein richtig guter Filter dafür. So, und wenn ihr jetzt schon mal anguckt, wie das Ganze jetzt ungefähr aussieht, seht ihr schon, dass das so ganz, ganz kleine Schneeflocken sind. Ja. Wie könnte man das Ganze jetzt dass das Bild zu sehen ist. Natürlich könnte man das hier mit einem Modi machen und das sollten wir auch. Nämlich mit negativ multiplizieren. So. Jetzt sieht man noch rein gar nichts, denn dieser Schnee ist einfach zu klein. Und vor allen Dingen ist er noch nicht rund. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, also mit dem Schnee, den richtig darzustellen und so weiter, gehen wir ein Stück in den Schnee hinein, kopieren uns das Ganze und fügen das Ganze wieder ein. Warum machen wir das jetzt? Ich blende das mal aus. Einfach deswegen, damit wir das vergrößern können. Und es ist relativ egal, wie ihr das vergrößert. So. Das sieht jetzt schon um einiges besser aus. Aber noch nicht perfekt. So, machen wir nochmal. Machen wir die Größe hier. So, zack. Auch nochmal wieder kopieren, einfügen.
Ausblenden. Sieht aber alles immer noch nicht aus wie Schnee, sondern eher so wie Zippe-Zappe. Würde ich jetzt so definieren. So, und das machen wir nochmal. Obwohl, machen wir mal. Hier, Dieb. Kopieren, einfügen, ausblenden erstmal. Das Ganze machen wir jetzt richtig groß, damit wirklich auch nur teilweise ein paar Flocken dann zu sehen sind. Und wir gehen auf den als erstes auf den Filter. Ja, Gaußscher Weichzeichner. Da müssen wir selber einen Wert suchen, bis die Form ja relativ rund ist. Bestätigen das Ganze mit okay. Blenden den wieder aus, den wieder ein und machen das Ganze, hallo, falscher, genau der. Machen das Ganze auch bei diesen hier. Natürlich dürfen wir hier nicht so einen hohen Wert nehmen, sondern einen etwas geringeren. Ja, das dürfte ungefähr gut sein. Ausblenden. Hier auch wieder. Ich lerne das irgendwie nicht. Nein, hier, Gaußscher Weichzeichner. Und hier sieht man auch schon, dass es zu doll geworden ist. Aber hier, das dürfte in Ordnung sein. 9 Pixel. Ausblenden, den anklicken. Und hier könnt ihr das eigentlich relativ lassen, weil das sind so kleine, feine Sachen, da achtet echt keiner drauf. Blenden wir mal alles ein und sagen den Ganzen, dass die auf negativ multiplizieren sein sollen. Jetzt sieht man immer noch kaum was, ne? Aber man sieht doch schon, wenn man richtig hinguckt, sieht man das Ganze. Um die Wirkung ja relativ zu verstärken, das habe ich zumindest gemacht. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich mache immer gerne so Korrekturpaletten, die wirklich nur auf den darunterliegenden Bild wirken, das heißt nur auf das hier, auf das Schwarze. So, und dann erhöhe ich einfach die Deckkraft hier, also die Stärke davon, ein bisschen oder auch ein bisschen mehr. Das können wir ja alles gleich noch variieren, aber ihr seht auch gleich, warum ich das so verstärke. Oder ihr seht es jetzt schon sogar. Na gut, hier ja. Und ich denke mal, das brauchen wir nicht verstärken. Jetzt seht ihr nämlich den wirklichen. Ups, jetzt mache ich das mal Ganze als eine Gruppe und benenne das Ganze in Schnee. Tutorial. So, wunderbar. Und jetzt sieht man nämlich den Schnee. Und ich finde persönlich, wenn das jetzt hier zum Beispiel stört oder sonst irgendwas, kann man das Ganze mit einer Maske einfach ausradieren. Zum Beispiel hier. Da könnte man jetzt sagen, okay, pass auf, das stört mich, das kommt weg. Ich habe jetzt hier 30%. Ich mache das mal auf 100. So, und schon ist dieser Fleck hier weg. Aber an sich finde ich das keine schlechte Idee. Denn jetzt kann man auch noch sagen, okay, pass auf, Deckkraft ein bisschen runter. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass man einen Filter drüber macht, also Farbkorrektur. Dementsprechend solltet ihr wirklich darauf achten. Also ich habe jetzt hier
verschiedene Farbkorrekturen und so weiter erstellt und dadurch wirkt das Ganze besser. Und auch ja, etwas kühler. Ich lasse das Ganze einfach mal so, denn ich finde persönlich, dass es so schon richtig, richtig gut aussieht. Ich kann das ja nochmal ein- und ausblenden. Und man sieht nicht unbedingt überall Schnee, so ist es nicht. Wenn ihr allerdings eine Person habt oder nur Landschaft oder sonst irgendwas, man muss nicht überall Schnee sehen. Dadurch, dass ich keinen klaren Himmel hatte, passt das wunderbar. Und hier sind halt auch Schneeflocken eigentlich, aber die sieht man so schlecht, dass sie gar nicht auffallen. Warum? Weil das einfach ein weißer Himmel ist und ja. Die fallen erst da auf, wo es etwas dunkler ist. Hier zum Beispiel, hier fällt zum Beispiel auch nichts auf, richtig? Also außer hier vielleicht, ne? Hier etwas im Dunkeln. Aber ich finde, das wirkt doch schon um einiges realistischer, als wenn man wirklich diese, ja, gestreiften Schneeflocken, die man halt so kennt, fotografiert hat. Weil klar, das sind richtige Schneeflocken, aber auf dem Bild wirken die dann eher wie ein, ja, Schnee. Nee, nicht Schnee, ich meine. Auf dem Bild wirken die dann wie, ja, Regen. Das ist jetzt meine Methode, wie ich Schnee erstelle. Ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht verbessern könnte oder was für Fragen ihr halt habt. Ich beantworte sie gerne. Ich helfe auch gerne. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und ich würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.